Willkommen zurück zu Oceanhorn Monster of Uncharted Seas. Hier ist er, unser nächster Questgeber, der Hermit. Nicht verwechseln mit Kermit. Du hast Schwert und Schild deines Vaters gefunden. Wie hast du das gemacht? Du solltest sie erst später bekommen. Was? Die Halskette deiner Mutter fing an zu glühen? Wie konnte ich nur so dumm sein? Sie ist eins der Symbole des alten Arkadiens. Komm mit, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. A long time ago. These islands were the mighty kingdom of Arcadia. The Age of Enlightenment led Arcadians to outstanding scientific discoveries. Engineering and magic ran deep in their blood. A foul war began as Dark Lord Mesmeroth, who had once been a promising candidate for an Archmage, led dire folk armies to a war against Arcadia. With the aid of his dark magic and the direfolk, Mesmeroth dug deep into the ground and brought to daylight something that should have stayed in the depths of the earth. Tryloth, a mass of dark energy left over from the creation of the world. Black boats arrived to the gates of Arcadia, carrying the dark energy Tryloth. Soon the light from the world and from the hearts of men faded. The once flourishing society disappeared into the darkness. After the catastrophe, three sea monsters appeared. One of them was Oceanhorn. Oh, it is a vile creature, born under the dark burning light of Tryloth. Although all of these monsters were powerful, only one has survived up to this day. Oh, it is getting late, kid. Return to me in the morning. Okay. Wissen wir schon mal ein bisschen mehr? Soll am Morgen wiederkommen. Oh nein. Oh nein, Gegner. Die wollen mich vernichten. Aber ich werde sie vernichten. Da sind die Käfer. Die wollen mich wieder angreifen. Kann man hier aufladen? Tatsache. Guckt euch das mal an. Überhaupt keine eindeutigen Übereinstimmungen. Nein. 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 Schlafen. Lasst uns mal schlafen. Oh. Wer bist du denn? Okay. Kleiner Plot-Twist, ja? Der Typ wurde entführt. Wetten? Wetten, wetten, wetten. Ja, guck mal, da sind doch schon die Gegner. Ah ne, er wird angegriffen. Ey. Er kämpft auf dem... Also der kniet da nieder. Egal. Danke, Kleiner. Die Halskette muss die dunkle Kreatur angelockt haben. So wie es dein Vater befürchtet hatte. Ungeheuer und böse Mächte haben die Welt aus dem Gleichgewicht gebracht. Wie bei deinem Vater ist dein Schicksal mit Oceanhorn verwoben. Es ist zwecklos, sich weiter zu verstecken. Ich habe aber kein Kind, das ich... Their purpose was to maintain the balance of the world, but they lost their power in the catastrophe, at the same time as Oceanhorn appeared. I believe that was no coincidence. To unravel the mystery of Oceanhorn, you must find out what happened to the sacred emblems. Here is what I know of them. The emblem of Earth that belongs to the Aru people is hidden in the Perta Desert that was once a vast and beautiful forest.
Most of its beauty withered along with the Aurus, wise and fearless bird people. The emblem of ocean belongs to Gilfolk, the people living in the waters of the world. Emblem of ocean is a relic of their long past glory and former power. The emblem of sun was the pride of Arcadia, a symbol of hope and determination for our kind. I will tell you more about it later. It is time to begin your journey. Seek the sacred emblems. This is the only way to get to Oceanhorn and find out what happened to your father. Im Notizbuch deines Vaters findest du Informationen zur Insel der unerforschten Meere. Zuerst solltest du mit den Bewohnern der Insel Tikarell sprechen. Nimm diesen Schlüssel, eröffne das Tor zum Pier, an dem dein Boot vor Anker liegt. Gute Reise. Ah, Generalschlüssel. Ich will da mal rein, jetzt habe ich den Generalschlüssel. Jetzt bin ich nämlich ein ganz kleiner fieser Dieb. Herzfragment gefunden. Ah, okay. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ein Herzfragment, Herzteil, Herzfragment, naja, egal. Und, noch einer? Nein, gut, keiner. So. Ich finde es schade, dass ich die nicht kaputt machen kann. Kein Witz, ich kann die nicht kaputt machen. Pff. Leck mich! Was haben wir da drin? Nix. Und da? Eine Münze haben wir da. Hier haben wir das Boot. Okay. Kannst du mich hören, Kleiner? Ich bin es, Hermit. Ich kann durch diese mysteriöse Muschel mit dir sprechen. Vielleicht kann ich dir auf deiner Reise helfen. Ah, schade. Okay, nicht ganz so wie, Wind Waker, aber okay. Das ist die unerforschten Hermit-Insel. Karel. Rechts kann ich nicht, ich kann nur dahin. Ich möchte ja schon gerne wissen, was das ist, aber irgendwie sagt er mir, ich soll nach Tikarell. Oder? Nee. Und los geht's. Ah, gut, jetzt kann ich wieder neu. Jetzt kann ich wieder neu die ganze Sache angehen. Bisschen ZR. Gerade für nichts, ne? Gut. Dann radeln wir hier mal, oder schippern wir mal hier übers Meer. Jetzt kann ich die Karte übrigens frei drehen. Ahoi, was für ein herrlicher Tag. Ich wünsche dir eine sichere Reise. Danke. Aber ich kann hier nur drehen, ne? Ich kann hier nichts weitermachen. Aber da ist die Insel. Gut, schade, dass man jetzt hier nicht, sage ich jetzt mal, selber reisen kann. Aber gut, man muss halt auch ein paar Abstriche machen. Man darf nicht vergessen, dass das Spiel wieder, wie gesagt, damals auf dem Handy erschienen ist. Oder auf dem Smartphone. Handy sagt man ja heutzutage gar nicht mehr, ne? Höchstens noch Mobile Device. Da komme ich wahrscheinlich später erst hin. Hat das Schiff Lebensenergie? Nö. Gut, das Wasser ist jetzt auch nicht gerade das Schönste. Ich finde dafür immer in Ordnung. Bewege Kisten und andere Objekte 100 Mal. Der wahre was? Wonderful little village. You know, this was the life I always imagined for myself. There's no time to rest, though. I'll just ask for directions and move along. Darf ich jetzt wieder reden? Danke. Bewahre den Frieden in Tikarell. Gib im Shop 2000 Münzen aus. Leute, ich habe 37. Willkommen auf Tikarell.
Hallo, ist jemand da? Nein, natürlich nicht. So, ich muss sie ja schieben. Ja, wie schlecht. Wenn du die Lager einer Insel heraus, die Lager einer Insel herausfindest, solltest du deinem Boot zurück. Wenn du die Lage einer Insel herausfindest, solltest du zu deinem Boot zurück und dir die Weltkarte genauer ansehen. Ich liebe es, den Booten zuzusehen, die nach Zicarell segeln. Vor gar nicht langer Zeit habe ich ein seltsames schwarzes Boot gesehen, das auf der anderen Seite der Insel Anker ging. Wer war das? Ist mir egal, wer das war. Ich will hier Gegner sehen. Hier sind aber keine. Nein, nein. Ach, komm. Na, genau, da rein. Danke. Eine Ratte. Eine Ratte. Egal, sie gibt mir ein bisschen was. Es verboten, Gefäße zu zerbrechen. Okay, mache ich auch nicht. Ich habe alle zerbrochen. Dann. Ich hoffe, du willst bei den Frachtschiffen oder sonst wo den... Hier bist du nicht. Mr. Phil ist sauer. Er hat irgendwo von unseren Rattenproblemen gehört. Ich sagte ihm, dass die einzige Ratte in meinem Lager mein Assistent ist. Aber als ich herkam, saß eine dicke, fette Ratte neben den Fässern. Und das warst nicht du. Kümmere dich darum. Dein Boss. Ich werf hier mal einfach alles rum. Aber es bringt nichts, hier irgendwas rumzuwerfen. Obwohl, den habe ich noch nicht rumgeworfen. Den da auch noch nicht. Moment, warte, da war eine Ratte. Da ist wieder eine Ratte. Okay. Was haben wir hier? Hier kann ich nichts machen. Dann kann ich das nochmal nehmen und wegwerfen. Ich war es nicht. Möchte ich nur mal festhalten. Wenn jetzt irgendwer kommt und fragt, ich war es nicht. Oh, hier geht's auch hoch. Ah, es war ein bisschen ungünstig. Weil jetzt kann ich hier zum Beispiel nicht drehen, dann sehe ich das nicht. Langustenhülle. Eingang wurde durch ein Erdbeben verschüttet. Na, brauche ich dafür Bomben? Im letzten Jahr nahm ich an dieser dämlichen Reise zu Weltlanden teil. Ich hoffe, einen Ofru-Tempel zu sehen. Doch was ich sah, war nur fades Ödland. Ich hatte Sand in den Stiefeln und einen Sonnenbrand. Warum sollte jemand dorthin wollen? Neue Insel enthüllt. Yay. Komm und lerne. Die Abenteuergilde. Auf der furchterregenden Gegner hat irgendwo eine Schwachstelle. Probiere einfach verschiedene Taktiken aus. Es ist keine Schande, wenn man flüchtet. Deine Abenteuerstufe wird ansteigen, wenn du Monster tötest, Aufgaben löst und Erfolge erringst. Die blauen Diamanten stehen für deine Erfahrungspunkte. Und je nachdem, wie viel du gesammelt hast, wird die Abenteuergilde dir die passende Stufe gewähren. Im Menü kannst du jederzeit nachsehen, wie viele Diamanten du noch brauchst, um die nächste Stufe zu erreichen. Ja gut, und was würdest du mir gewähren? Es ist unwahrscheinlich, dass du die Stufe Meisterabenteuer erreichen wirst. Schön. Vergiss nicht, dein Geld auszugeben. Brich nie zu einem Abenteuer auf, ohne vorher den Tikarell-Shop besucht zu haben. Gesponserte Meldung. Ja... Okay, also selbst hier ist man vor Product Placement nicht sicher. Haben wir schon gesprochen? Im letzten Jahr nahm ich an dieser dämlichen Reisewelt-Land... Ja, das hatten wir, genau. Dann bist du als nächstes dran. Sind Bomben nicht einfach wunderbar? Man kann sie nutzen, um neue Pfade zu öffnen und Objekte aus dem Weg zu schaffen. Du solltest welche auf der Bombeninsel kaufen, wenn sie dir die Möglichkeit bieten. Okay, neue Karte, Bombeninsel. Gut, gecheckt. Und hier wieder hoch. Was hast du zu sagen, Alter? Das Fest der Sonne ist eine wichtige Tradition für uns. Es reicht noch bis vor der Katastrophe zurück. Keine Dunkelheit der Welt könnte uns davon abhalten, unsere Göttin Sol zu feiern. So. Halt. Moment. Bringt mir das überhaupt was, den zu schieben?
Nö, nicht wirklich. Das ist Netis Tagebuch. Es wäre unhöflich, hineinzuschauen. Was denn? Ey, kommt Leute, sag bloß, ihr habt noch nie in ein Tagebuch geguckt, ja? Nee, ich auch noch nicht, aber egal. Aber wir hatten das schon mal gemacht. Schreib's mir ruhig mal in die Kommentare. Mein Bruder war nämlich älter, deswegen konnte ich da nicht reingucken. Ich hatte kein Tagebuch. Damals war es noch was für Mädchen. So. Es heißt, dass sich das Königreich Arkadien vor tausenden Jahren noch vor der Katastrophe vom Norden bis zum Süden erstreckte. Es gab auch noch andere Königreiche und jedes wurde von einem heiligen Emblem geschützt. Hm, das wissen wir. Guck mal, Leute. Eine Leiter. Und da sind Ratten. Stirb, du Ratte. Und du auch, und du auch, und du auch, und du auch. Jawohl, alles ja hier. Alles ja hier. Da ist nix? Okay. Das war alles? Okay. Aufstieg. Du bist ein Wanderer. Du hältst eine Kürbiskernkanone für dein Boot. Ich habe eine Kürbiskernkanone für mein Boot. Ich habe eine Kürbiskernkanone. Möchte ich nochmal anmerken, ne? Alle Fische haben Angst vor dem rastlosen Bestien, die in diesen Gewässern gesichtet wurden. Bei Einbruch der Nacht kann man ihre Urlaute hören, die jede Freude rauben. Willkommen in meinem Geschäft. Womit kann ich dir dienen? Oh, ich kann was kaufen. Okay. Du siehst aus wie ein Abenteurer. Sieh mal in der Abenteuergilde von Tikarell vorbei. Dort kann man dir mehr über Stufen und so erzählen. Achtung, dieses verlassene Haus kann jeden Moment einstürzen. Geh nicht in seine Nähe. Gut. Da hinten ist eine Truhe. Komm ich da hin? Mich an der Truhe vorbei. Oh mein Gott, nein, sie wird bedroht. So. Liebe die Atmosphäre hier. Bei gutem Wetter kann man sogar die Himmelsinsel sehen. Okay. Na trotzdem. Da will ich hin. Wie komme ich da hin? Genau da. Da unten muss ich hin. Da will ich jetzt mal hin. Komm. Genau da runter. Aber da komme ich gar nicht so einfach hin. Was für ein herrlicher Tag. Siehst du das verlassene Haus hinter mir? Letztens sah ich dort nachts Licht brennen. Die Leute erzählen sich schon seit Jahrzehnten Geschichten über das Haus, aber ich habe sie nie geglaubt, bis jetzt. Ja gut, ich gehe mal zu dem Haus, aber was im Haus passiert und so weiter. Die Vergangenheit wurde uns entrissen, doch nichts kann uns unserer Zukunft nehmen. Was hier passiert und wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part zu Oceanhorn Monsters of Uncharted Seas. Ich sage, ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.